Hi, hier ist eure Fashionista Maika. Willkommen zurück zu meinem Let's Play Style Boutique. Ich habe mich umgezogen in Penbridge Klamotten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen noch Klamotten verkaufen. Wir brauchen neue Klamotten. Naja, das auch. Vicky! Vicky, Vicky ist eine schlechte Köchin, liebt aber Luxusmarken. Ich habe heute richtig Lust, mir einen neuen Rock zu kaufen. In dem Moment, als ich ihr Geschäft betrat, wusste ich genau, dass ich hier und heute den Rock meines Lebens finden werde. Ja. Wir haben, glaube ich, nur einen. Ja, das ist es. Du liebst doch Luxusmarken. Denn ist Alvarado das Richtige. Ich komme jetzt raus. Kannst auch drin bleiben. Ja, sie liebt ihn. Sie liebt ihn. Fantastisch. Ich liebe diesen Look. Ich bin ja so glücklich. Ich hätte gern noch etwas anderes. Suchen Sie mir bitte ein Inner. Oha. Kann schwierig werden. Nein, haben wir. Tatsache. Ja, das kriegst du auch noch. Das ist es. Er lässt die 800 Öcken bei uns. Tada, ich bin soweit. Schau. Tera, Tita. Und alles so schön grün. Und? Fantastisch. Ich liebe diesen Look. Einfach zauberhaft. Jemand anderes würde nur halb so gut darin aussehen. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gina! Verliebt sich andauernd in Jungs und Kleider. Gina, die können wir doch bestimmt helfen. Sie waren bisher immer so hilfsbereit. Ich hoffe, sie können mir heute wieder behilflich sein. Beweisen Sie Geschick und finden Sie einen Rock, der mir gut steht. Aber nichts von Daisies? Nein, sieht nicht aus. Fein, den Kristall, denn. Der ist ja auch so ein bisschen blödlich. Ich komme jetzt rauf. Ja, dann komm raus. Ja, sie steht auf Aprilbonbon. Ich sag so gerne Aprilbonbon. Oh, toll. Genau nach so einem Look habe ich gesucht. Ich bin ja so glücklich. Ich hätte gerne noch was anderes. Suchen Sie mir einen Trägertop. Was die denn alles wollen? Entschuldigung. Trägertop. Naja, eigentlich würde ich ja das empfehlen, ne? Aber okay. Sie mag es quietschbunt. Daisies. Ich finde die gerade alle irgendwie schrecklich. Der Trägertop mit Schleifchen. Das ist es. Fertig. Na dann, Vorhang auf. Und? Es muss gar nicht passen. Es muss halt nur von der gleichen Marke sein, habe ich das Gefühl. Oh, toll, genau. Nach so einem Look habe ich gesucht. Wow, das sieht total stylisch aus. Das freut mich für dich, Kind. Machen Sie es gut. Bettina! Hat viele ältere Freunde, ist andauernd Müsli. Ah, gut, dass ich sie treffe, meine stilsichere Beraterin im Modefragen. Ich hoffe, ich darf Ihre Hilfe erneut in Anspruch nehmen. Haben Sie T-Shirts, die Sie mir zeigen könnten? Etwas Sommerliches. Hab ich bestimmt da. Ich habe auch nichts von Teasers, ne? Daisies. Na komm, kriegst du das. Ich habe nichts anderes. Daisies habe ich leider nicht. Müssen wir gleich mal zur Modemesse kaufen. Was war das? Wir brauchen Mary... Dieses... das gefällt dir nicht. Normalerweise kaufe ich sowas nicht. Was soll ich nur tun? Was wie angegossen? Ach ja? Stimmt, ich sehe gar nicht so schlecht da drin aus. Wir müssen unbedingt einkaufen. Ich trage normalerweise solche Sachen nicht. Aber ich liebe diesen Stil. Sie sind die Größte. Ich weiß. Ich weiß. Machen Sie es gut?
Komm, Flora. Aha, du stehst mir so auf Terra, ne? Wir müssen zur Modemesse. Ja, da waren wir schon. So, wir brauchen einmal Terra. Willkommen. Das Wetter war noch angenehm warm, aber heute ist Mustermesse. Daher verkaufen wir Kleidung für den Herbst. Okay. Und das dreimal. Und Topf dreimal. Und so, das ist egal. Dann brauchen wir noch was für die. Brauchen wir einen Boden. So. Da können wir gleich mal 5 raushauen. Haben wir noch so einen schönen Rock. Oh ja, ganz ehrlich, es gibt auch Leute, die wollen unbedingt so einen langen Rock haben. Dann heißt es nicht, nee, ich hätte gerne einen Rock. Und ich hätte gerne einen langen Rock. Denke ich mir also auch. Ja, toll, Rock ist Rock. So, noch ein bisschen Schmuck. Und Tschüchen. Wir brauchen Tschüchen. So. Na komm, noch ein paar Schuhe. Können wir noch raushauen. Die Ballerina ist mit Perlen. Ich glaub, jetzt zur Kasse. Haben wir gut eingekauft. Vielen Dank, besuchen wir uns bald wieder. Was war's noch? Daisies brauchen wir noch. Daisies, willkommen. Das Wetter war noch angenehm warm, aber heute ist Mustermesse. Daher verkaufen wir Kleidung für den Herbst. Und die sagen alle das Gleiche. Oh, wie Schande. Die sagen alle das Gleiche. Küken. Das nur? Weil wir müssen ja noch 10 Sorten davon, von den Sachen verkaufen hier. So. Na komm. Die sieht ja nicht so schlecht aus. Ich würde sie zwar nicht tragen, aber was soll's. T-Shirt haben sie nicht. Um Gottes Willen, die Hosen sehen aus. Wer soll die denn anziehen? Die denken nicht an mich, die denken nur an sich, die Schweine. Machen auch wie so eine hässliche Klamotten. So, so, so. Oh, so ein schickes Kleidchen. Ja. Gummipiefel. Oh, ich bin gar keine Gummipiefel. Na komm, kriegst mal so weg. So, das war's jetzt aber. So. Oh, jetzt was Daisies. Irgendwas noch. Da waren noch 2 andere. Ich weiß noch, dieses Mädchen. Ah, Capsule und hier. Die 3 müssen wir noch. Willkommen. Ja, ihr verkauft Kleidung für den Herbst. Ich hab's verstanden. Dass sie den einen auch immer dasselbe sagen müssen. Kriegst ja Augenkrebs bei dem Hemd. Dann kriegst du noch hier eine Weste. Und T-Shirt. Oh, uns geht langsam das Geld alle. Und der Pullover. Tunika. Jetzt brauchen wir noch ein paar Hosen, Schuhe und so, ne? Hosen. Oh, Schlaghosen. Die habe ich früher auch getragen. Jeans-Schlaghosen. Die hatten zwar nicht sowas, so ein komisches Ding da unten. Aber ich hatte mal eine so eine Hose. Da waren unten so Fransen dran. Damit habe ich immer den halben Fußboden gewischt. Fand ich aber damals total klasse. Sah wahrscheinlich nicht so klasse aus, aber ich fand es klasse. Für mich war es das Größte. Schuhe. So, jetzt sind wir aber auch pleite. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Vielen Dank, besuchen wir uns bald wieder. Mach ich. Und dann kaufen wir noch was von dem beiden. Obwohl, nee, komm zurück. Ja, Mustermesse. Poor Clothes ist doch immer so billig. Ach, bei dem waren wir noch gar nicht.
Ich arbeite, also das ist Kerstin und sie arbeitet für die Marke Puclose. Unsere Mode ist schlicht und praktisch ohne unnötigen Schnickschnack. Sie lässt sich hervorragend kombinieren und ist noch dazu günstig im Preis. Waren wir da noch nicht? Okay. Ich hätte total verpennt. Ich hätte gedacht, wir wären da schon gewesen. Warum sagt mir das keiner? Ihr hättet es doch mir sagen können. Geh doch mal dahin. Da warst du noch nicht. So, weiter einkaufen. Noch so ein Hemdchen. Komm jetzt. So, ja, toll, die haben aber keine. So, davon kaufen wir mal 10. 10 Jeanshosen. Passt doch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sind wir pleite. Jetzt können wir uns gar nichts mehr leisten. Da bist du ja wieder. Wie war die Messe? Hast du was mitgebracht? Ja, ein Ü-Ei für dich, wenn du mich so fragst. Ich kann mit geschlossenen Augen SMS eine SMS schreiben. Da steht bestimmt eine Kauderwelschstange. Will ich schon wieder einen Trägertopf? Eine gesunde Hautfarbe. Nicht zu blass, aber auch nicht zu verbrutzelt. Ich glaube, ich habe noch nie so gut ausgesehen. Und das ist genau der Grund, weshalb ich ein wenig Haut zeigen möchte. Sie möchte einen Trägertop. Ah, was die nicht alles will, ey. Ein Trägertop. Ich kann mir auch schon denken, von welcher Marke. Ich natürlich nicht habe. Doch, Tara. Das könnte passen. Das könnte passen. Die sieht so bio aus, die Frau. Da, ich bin soweit. Ja! Es war Terra. Fantastisch, ich liebe diesen Look. Ich bin ja so glücklich. Ich sollte noch etwas kaufen. Ein Minirock, bitte. Sonst noch Wünsche? Wo soll ich einen Minirock hernehmen? Nee. Verdammt. Nehmen wir den. Das ist es. Oh, ich kann nicht hingucken. Die sagt mir jetzt, ah nee, sowas trage ich eigentlich gar nicht. Oh Gott, sie steht drauf. Oh toll, genau nach so einem Look habe ich gesucht. Besser geht's nicht. Sekündchen, wo habe ich nur mein Geld? Okay. Das war jetzt gruselig. Machen Sie es gut. Ja. Oh, Selinde. Bonjour, ist sie hier? Sie muss hier sein. Was? Ah, du weißt schon, die Kleine mit der Kamera, die mir ständig nachläuft. Die es immer schafft, meine allerbesten Posen nur unscharf abzulichten. Es ist schier unfassbar. Ich bin sprachlos angesichts so vieler Unfähigkeit. Ach, mir, Griselinde, ist so weinend zumute. Ich ertrage das nicht. Was kommen immer so für Typen in meinen Laden, ey? Emily! Nimmt Milch zum Tee. Will jemanden beeindrucken. Guten Tag, ich fürchte, Sie müssen mir schon wieder aus der Patsche helfen. Ich brauche ein paar Tipps, was meinem Nachbar... Ich brauche ein paar Tipps. Also ich hätte gern ein Outfit, das zu diesen Schuhen passt. Haben wir die nicht schon mal so eingekleidet? Von mir aus, Grüße. Ey, das wird ihr denn zu warm? Das passt zwar nicht, aber das ist mir egal. Das ist es. Das ist es. Fertig, was meinen Sie? Sieht schnieke aus. Sieht sehr, sehr, sehr schnieke aus. Fabelhaft sitzt wie angegossen. Ja, in einem solchen Outfit. Klappt es auch mit dem, danke. Ah, die will ihren Nachbarn verführen. Die will ihren Nachbarn verführen. Kannst ruhig zugeben. Auf Wiedersehen. Da steht jemand auf den Nachbarn. So, noch irgendeine Uschi, die ich kenne? Ne. Jetzt kauft doch, verdammt. Steht auf spontane Einkäufe. Wacht morgens früh auf. Hallo, kann ich einen Augenblick stören? Ich war in letzter Zeit oft raus und habe mir einen Sonnenbrand eingefangen. Die Haut pellt sich schon an meinen Beinen. Das sieht ziemlich schlimm aus. Aber wenn ich einen langen Rock trage,
Sieht man, es ist bestimmt nicht mehr. Gute Idee, oder? Haben Sie denn lange Röcke zur Auswahl? Nein. Obwohl, wir gucken jetzt mal. Art. Geht das noch als lange Rock? Nein, haben wir nicht. Suche beenden. Ja. So ist das also. Naja, macht nichts. Du kannst auch eine Hose anziehen, Schätzchen. Das geht auch. Ich würze alles mit Pfeffer, auch den Nachtisch. Ibach. Was bist du denn für eklig? Sie will ein poppiges T-Shirt. Ja, kann sie haben. T-Shirt von April Bonbon. Da hat man noch ein bisschen was. Ich weiß zwar jetzt nicht, welches wir angedreht haben, aber wir versuchen es damit. Das ist es. Hat nur. Ach, die hat man ja noch nie beraten, ne? Stand hier eben gerade Neukunde drauf. Oh, bin ich fertig. Vorhang auf. Und sie steht drauf. Sie ist ein Topmodel. Fantastisch. Ich liebe diesen Look. Ich bin ja so glücklich. Ich hätte gern noch etwas anderes. Zeigen Sie mir doch, was Sie für Shorts da haben. Ist Shorts. Na komm, nimm den. Nimm die Shorts. Das ist es. Das ist es. Da, ich bin soweit. Ich auch. Also die Shorts wären mir ja echt zu knapp, ne? Oh toll, genau nach so einem Look habe ich genug gesucht. Wie niedlich, vielen Dank für Ihre Hilfe. Da machst du große Augen. Tschüss. Bye, bye. Füll denn keiner meine Dings, sammelt alte Bücher. Schlechte Verlierer. Ich bin ganz aufgeregt, wissen Sie, ich suche nach einem Tanktop. Es sieht vielleicht nicht so aus, als würde ich Tanktops tragen. Tanktops tragen, aber ich liebe sie. Haben Sie einen Tanktop, das gut zu mir passen könnte? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Kind. Das ist es. Nimmst du das? So, die Streifen können ja auch retro sein, ne? Ui. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, diese Farbe. Oh, und dieses Design entzückend. Sie haben mich überzeugt. Nun wissen Sie, ich möchte noch etwas dazu kaufen. Eine Hose hätte ich gerne noch dazu. Hose will sie. Das ist es. Rein theoretisch müsste es ja jetzt passen, ne? Also ich bin soweit. Ja, dann komm. Ja klar, die Hose willst du nicht, oder was? Ein ganz neuer Look. Och, dann will sie. Oh, dann will ich ihnen Glauben schenken. Ich dachte ja nicht, dass so etwas mir stehen würde. Ich bin ja total begeistert. Vielen Dank. Wollten wir nicht die Musik ändern? Fällt mir gerade ein. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte doch Musik ändern. Ja, Musik, Musik. Ja. Das lassen wir jetzt. Besuch von Griselinde. Ach du Gott. Sei gegrüßt, Mädchen. Ich nehme an, du freust dich über meinen Besuch. Ich wusste nicht so recht, was ich von diesem Foto neulich halten sollte. Die kleine Göre hat mich von meiner schlechtesten Seite fotografiert. Ich habe zwar eigentlich gar keine schlechten Seiten, aber du weißt schon. Sieh mich an, denn du kannst noch viel von mir lernen, mein Kind. Ja, wie man sich schlecht kleidet. Toll, da waren doch eben gerade noch zwei Uschis. Wo sind denn sie hin? Ah, stimmt, da waren wir links. Fein, wenn keiner da ist, gehen wir jetzt auf die Modemesse. Ja, du mich auch. Und gucken, was wir hier noch von Maribel. Ja, sie verkaufen Kleidung für den Herbst. So, ich hab's begriffen. Wir haben nur rosa und blau. Okay. Nehmen wir davon drei. Ich kaufe jetzt wahrscheinlich den. Ah, gut, die haben auch. Blaue Schiechen. Oh.
Man soll es hier auch nicht zu übertreiben. So. Und so. Dann haben wir jetzt ein Outfit ganz in Blau. Ha! Witzig. Das kriegen wir auch hin. Haben wir noch mal ein paar Schuhe? Kann man hier haben? Ne, die passen nicht. Warenkorb. Die entfernen wir mal. Weiter einkaufen. Na gut, kriegen wir trotzdem nur ein paar Schuhe zusammen. Menno! Das kann doch nicht wahr sein. Na schön. Von mir aus. Dann gehe ich jetzt abspeichern. Und der Part ist jetzt hier auch wieder zu Ende. Ich danke fürs Zuschauen und sage dann bis denn und bye bye.